Juni Rayman Liebhaber Rooney, bist du bereit für Rayman 2, die große Flucht? Ich flüchte dich gleich. Ja, das war ein ziemlich guter Anfang. Hi, liebe Leute, und willkommen zu Rayman 2, einem absolut fantastischen Spiel, welches der gute, Johnny, nennen wir ihn Johnny, der gute Johnny mit mir durchspielen wird. Fangen wir einfach an. Denn, oh, fangen wir an, verdammte Scheiße. Ich gebe immer ein J, O und N. Cool, ne? Fett. Voll fett. Das ist ziemlich fett, Alter. Oh. Die Sprachausgabe an. Ich weiß. To one me limon is to... Ja. Man kann hier sterben im ersten Level. Und wenn man in diesem ersten Level zweimal nacheinander Game Over geht, ich werde euch das auch einzeigen, ich werde das im Post einfügen, dann an der Stelle läuft hier ein zweiter Rayman entlang. Der läuft dann einfach nur so gegen die Wand die ganze Zeit. Ja, das ist super seltsam, wenn man hier zweimal Game Over geht. Frag mich nicht, wie ich das damals herausgefunden habe. Das Problem war für uns damals, wie gesagt, war für mich das erste 3D-Spiel. Und das ist, ich weiß nicht genau warum, ich weiß nicht, wie es in den Einstellungen lag, aber ich kam damit nicht klar. Diese Wände hier, du siehst, ich dachte, ja, dass man da rein kann und sowas. Ich bin gegen reingelaufen, ich dachte mir, hä? Okay, vielleicht geht's da vorne ja weiter. Siehst du das hier? Hier sind kleine, gemeine... Was auch immer. Würmer. Ich wollte auch gerade was auch immer sagen. Und das Interessante ist bei denen, sie sind relativ belanglose Gegner. Sie sterben nach einem Schlag. Aber der Freund, mit dem ich das damals gespielt habe, er hat mir dann mal erzählt, dass er, das fand ich ein bisschen lustig, dass er einen Albtraum gehabt hat und in dem kamen die drin vor. Das heißt, für ihn waren diese Viecher scheinbar Albtraummaterial. ein Pflaster. Wow. Au. Das hat ziemlich gut geklappt. Und fuck, ihre Stimme ist fucking gruselig. Das ist halt alles, was ein bisschen sehr mysteriös ist an sich. Siehst du, da steht sogar schon mysteriös. 4 magische Masken, wo sind wir hier, Majora's Mask? Ja, dir hast du es gegeben. Außerdem, wir bekommen Silberloom. Silberlooms sind immer das, was welche uns sehr mehr Kräfte geben. Du meinst wie die großen Feen, wo sind wir hier, Majora's Mask? Rayman! Sie einfach nur her, das ist Rayman. Viel Glück, Rayman! Und jetzt, wo Lü weiß, dass wir uns um alles kümmern, zieht sie sich zurück und schreibt weiter an ihrem Blog. Naja, widerlich. Nee, ohne Witz, was macht die Schlampe jetzt? Warum hilft sie uns nicht? Weil sie hat uns alle ihre Kräfte gegeben, die sie uns geben kann, mehr kann sie auch nicht machen. So, auf jeden Fall, hier haben wir Tornados, bei denen können wir hochfliegen. Es sind keine Tornados. Ich habe keine Ahnung, was die Teile sind. Das sind Tornados. Ich habe sie immer Tornados genannt. Man nennt es Windhosen. Oh, oh, mein Freund, das sind ganz eindeutig Shorts. Doch. Windshorts. Windleggings. ich muss sagen, die sehen nicht so gut aus. Naja. Die sehen ein bisschen aus wie so Netze, die manchmal um Äpfel herum sind, solche weißen. Ja. Yeah. Oder waren das Äpfel? Waren das Orangen? Ich weiß es nicht. Na, ich weiß, was du meinst. Ich war gestern einkaufen, da habe ich das auch gesehen. Ich habe mir Bananen gekauft. Da habe ich auch was mit dem weißen Netz gesehen. Das war auch irgendwie so eine Art, keine Ahnung, weißer Apfel oder so, was auch immer. Ja. Und dann dachte vielleicht ich waren mir, das Naschi-Früchte. Dann dachte ich mir, oh, das ist Obst für reiche Leute. Und da bin ich mit meinen Bananen weiterhin gegangen. Oh Mann, Johnny, was glaubst du, muss ich hier machen? Spring einfach nach links. Meinst du? Dieser fucking Pfeil! Ich kann dich ganz mit dem Finger drauf zeigen. Aber mit der Maus sollte es gehen. Aber ich glaube, da ist irgendwas, das mir einen Tipp mit auf den Weg geben will. So, oh Gott, nein, Rayman! Oh Gott. Oh! Oh, das war knapp! Shit! Ja, das wollte ich zeigen. Wenn er in einem spawnt, ist man oh, direkt shit! Man geht Game Over, wenn er sich unter einem Hut bohrt. Ich dachte, man wird dann einfach nur an den Anfang wieder zurückgesetzt. Alter, das ist ein One-Hit-Kill. Ich dachte, es ist halt so, wie wenn man ins Meer reinhüpft. Ich wusste nicht,
Das ist ja ein Kerl, dass mein Game Over geht dadurch. Freut mich, dass ich es gezeigt habe. Und jetzt können wir in der Cutscene ein bisschen herumlaufen, glaube ich, wenn man das. Warte mal. Ja. Für diese Rayman Insider bin ich hier. Geil. Ich gehe dann schon mal. Ups. Ja, kann man ja wirklich. Da ganz vorne, wenn ich jetzt zu der Ecke rüber slide, schau dir mal an, da erkennt man genau, dass die Sterne einfach nur eine Wand sind, quasi. Man kommt nämlich der Tapete man kommt der Tapete von Sternen sehr nahe da drüben, warte. Oh, ich sehe es jetzt schon. Siehst du das? Ja, es ist einfach nur so ein Raum. Ja. Wir sind in so einer Geisterbahn von irgendeiner Abiturientenklasse. Ja. So, und hier vorne haben wir etwas ganz Besonderes. Die erste Maske. Hey, das mit Schuss. Ganz ehrfürchtig, Rayman. Vorsicht! Zerkratzt dir nicht die Nase! Deine Haare sind sehr grün. Das liegt an dem Gras. Hat sehr viel geraucht. Es gibt diese vier Masken, die man sammelt. Die erste sieht bescheuert aus. Mm. Und wenn wir sie haben, werden wir... wohin geworbt? Schau sein Gesicht an und seine Nippe und diese seine goldenen Zehennägel. Unterarme. So lange Arme. Einfach nur, damit er seinen faulen Arsch nicht runterschwingen muss, um die Maske ja, anzubringen. Und seine Wirbelsäule ist komplett verkümmert. Weil er sein Leben lang da schon rumgesitzt. Schau dir die Arme an. Sieh mal, ein gesamtes Universum an meiner Fingerspitze. Ja, was auch immer. Vorsicht, halte hier, mach die Augen zu. Vorsicht, heiß und fettig. Vorsicht, heiß und fettig. Heiß und... Ah! Au, au, er hat recht, es ist wirklich heiß und ziemlich fettig. Warum sind meine Finger so glitschig? Das ist ja fettig. Ich habe einen wertvollen Schatz hier drin versteckt. Du kannst ihn haben, wenn du schneller bist als ich. Lass dir einen Vorsprung, aber trödle nicht. Krieg dich tatsächlich keine Gnade. Boah, der Haufen Scheiße. Ich hoffe, wir beide denken das Gleiche. Über das, was jetzt auf uns zukommt. Wow! Keine so gute Animation aus heutiger Sicht. Hey, Kids! Diesen Move kannte kein Mensch. Das kannst du mir nicht erzählen. Nein! Wie soll man das abschätzen? Da ist sie wieder. Schau. Dude, perfect. Nein! Ah! Das war völlig... Sag mal, kannst du eigentlich irgendwas? Shit! Also siehst du immer, wie er schubweise so ein Stück weit da vorne geht? Er kommt schon näher, immer, ja. Oh nein, der kommt immer näher. Ja. Oh nein, was soll ich machen? Er tatsächlich was ist das hier überhaupt? Ich weiß nicht, was das... Der Smaragdweg. Das ist gefrorenes Waldmeister... Wassereis. Ich hab gehört, du magst Waldmeister. Ich hätte jetzt gerne einen Löffel. Ich würde kratzen, was das Zeug hält. Schau dir an, wie der abgeht. Alter, der hat die Moves. Niemand hält ihn auf. Nein, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich da jetzt überhaupt rankommen soll. Okay, kannst du durch die Wände rennen. Allerdings ist er zu muskulös, um da runter zu passen. Oh Mann. Mit diesen Schultern kommt er nicht durch diese Tür. Es tut mir leid, Clark. Das ist Blödsinn. Das funktioniert easy. Ja, er müsste sich einmal umdrehen wahrscheinlich, aber... Guck dir an, wie er grinst. Hau rein, Rayman. Hab ich doch eine Beule ab, Kind. Ich hab ein ganzes Zelt da drin. Okay, pass auf. Jetzt siehst du meinen richtigen Yahoo-Moment. Schön dir an. So, ich bin eher so ein Bing-Fan, aber okay. Ja! Er hat sogar so Zügel in der Hand. Ja! Er ist ein stolzer Cowboy mit seiner Granate. Yeah. Gott, die Spinne! Wie? Danke. Lauf! Ich kann überhaupt nicht erinnern. Oh, das hätte mich richtig... Boah, das... Das war... Nein! Nein, oh Gott! Tatsächlich könnte man die Spinne übrigens bekämpfen, weil sie hat scheiß viele Leben. Da siehst du. Oh. Auf mich runterzuwerfen. Das Geräusch gerade, wenn du sie triffst, das klingt wie dasselbe Geräusch, was man hört, wenn Rayman zu einem Frosch verwandelt wird im dritten Teil. Echt?
Ja. Das ist so ein matschiges Geräusch. Ah ja, die haben sehr gerne sehr viele royalty-free Soundeffekte verwendet. Ja, ich glaube, die Spinne ist runtergefallen. Oh Gott! Oh Gott! Nö! 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 Wenn du das Gefühl hast, du hast gerade eine Spinne im Ausguss runtergespült und denkst, oh, sie ist weg. Und in dem Moment kommt eine nasse, haarige Spinne wieder den Ausguss hochgeschossen. Schau, wie er balanciert. Das ist ein Regentanz, falls du dich wunderst. Ach so, ich wollte gerade fragen. Hab Pass ich auf. Was verpasst? Jetzt, okay. Lobos, sing jetzt für uns. Ich bin bereit. Wir müssen noch das weiter vor. Das war zu weit. Ich glaube, ich mochte die Unterwassersteuerung in dem Spiel lieber als in den anderen Teilen. Das ist ziemlich angenehm und es sieht halt unglaublich schön aus hier unten, wie ich finde. Mit diesen hellblauen Tönen. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut hier. Es ist eine schicke Lagune. Da würde ich auch mal gerne meinen kleinen Zeh ins Wasser hängen, wenn du verstehst, was ich meine. Und es gab mal den MLG Meme Runner oder so im E-Shop. Stimmt. Mit Trollfaces. Ja. Das war so schlimm. Gott, die fucking MLG-Zeit. Es gab irgendwie MLG Pokémon oder so. Ja, das fandst du ziemlich gut. Das war halt. Ich meine, vom Inhalt her war es dumm wie alle anderen, aber es war halt wirklich gut gemacht, wie ich finde. Ja, ja, genau. Und die gut gemachten MLG-Sachen waren halt alle genauso dumm wie die anderen, aber einfach viel besser. Naja. Und dann war der Witz irgendwann durch und alle haben damit aufgehört. Wobei es dann welche gab, die aus irgendeinem Grund ein paar Monate später das erste Mal darauf gestoßen sind und dann dachten, es wäre neu. Also ich kenne ja jemanden, der vor ein, zwei Monaten auf Twitter geschrieben hat, dass er in seinem Video eine MLG-Szene reinmacht, dass er es echt lustig findet. Und ich dachte mir, Ich habe leider wirklich keine Ahnung, wen du meinst. Das habe ich nicht mitbekommen. Das war Ricky. Tipp auf Ricky. Weiß nicht, ob er es gemacht hat, das hat er auf Twitter geschrieben. Ich dachte mir, Guter alter Ricky. So, ich würde sagen, wir gehen mal runter zu unserer Freundin. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht der größte Fan von der Musik, aber ich denke, nach der Tatsache, dass das so ziemlich das einzige Unterwasserlevel ist, ist das durchaus akzeptabel. Ich finde, du kritisierst immer dann die Musik, wenn es nicht wirklich Musik ist. Und das finde ich nicht, das passt halt nicht so ganz. Oh, die Hintergrundgeräuschkulisse gefällt mir nicht so. Ja, es ist halt mehr so atmosphärisch. Ich finde das eigentlich voll cool. Mir gefällt die Musik gerade nicht so. Das war eine Parodie auf dich. Weißt du, was die goldene Faust macht? Sie gibt uns goldene Fäuste! Bam, 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 bam. Weißt du, was passiert, wenn wir uns einen Schuss aufladen? Oh, damn! Achte auf den Sound. Du hast da eine 2D-Sprite auf dem Kopf. Deine Kniegelenke sind einfach solche metallenen Kugeln. Ja, stimmt! Können wir dich von vorn mal anschauen? Das ist so cool. Ja, so ganz zerfetztes Hemd. Ich sehe deinen Robo-Nippel. Ja. Warum ist Raymonds Gesicht gerade so kantig? Siehst du das? Die Wangenknochen. Oh, ja, ja. Das ist einfach so kantig. Was war das? Was war das denn? Können wir bitte einmal eine Frontansicht bekommen? Nein? Okay. Ich fürchte nicht. Ich würde, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Ich mag die Entscheidung, dass sie hier Fackeln hingehängt haben, die aus irgendeinem Grund nicht brennen. Und das, obwohl hier Lava! Dieses Verstummen, als wärst du gerade selber gestorben. So, und hier kommt die Stelle, wo wir eventuell strugglen. Du fucking Pflaume. Wo ich eventuell strugglen könnte. Whee! Ich gehe auf ein Abenteuer! Also bitte? Dankeschön. Uff! So, werfen wir sie. Shit! Das schaffst ich hab mir den falschen Knopf gedrückt. Wir müssen der gelben Lava ausweichen. Die ist nämlich zu heiß für uns. Geschmolzener Käse. Dieser Käse! Er ist so voller Laktose. So, das Problem ist. Ah,
Wir suchen einfach hier jetzt, wir wollen hier noch den gelben Blumen mitnehmen und okay. Das war die Stelle. Oh mein Gott, als ich das geübt habe, bin ich hier, ich saß hier 20 Minuten. Ich dachte mir, oh mein Gott, was soll der Schwachsinn? Geschafft. Nein! Was nein? Ich dachte, ich hab falsch abgesprungen. So, und jetzt haben wir eine kleine perspektiventechnische Problematik. Nämlich, spielen wir das Spiel, wo ist der Loom? Es ist tatsächlich... Gute Arbeit! Ich würde sagen, das... Wow, da sind die Kugeln wieder. Die Kugeln? Die farblich zum Körper passen. Ah, okay. Ich dachte gerade, du meinst die roten Looms. Da dachte ich mir so, aber Johnny, das sind Looms. Schau dir die Kugeln an. Die würde ich gerne an meinen Weihnachtsbaum hängen. Ich hätte gerne eine Pflaume an meinem Weihnachtsbaum. Ja, so eine Pflaume oben drauf. Und weißt du, wie man sie drauf befördert? Man wirft sie einfach und sie bleibt stecken. Das ist das, was Pflaumen machen. Dafür sind sie geboren. Ich sehe nichts! Man springt. Was soll denn der Schwachsinn? Du fucking Pflaube! Ich war mal der Meinung, das musste ich meiner Mutter auch ständig so erklären, dass Videospiele meine Kreativität auf jeden Fall anregen. Durch viele Videospiele habe ich mit einem Kumpel von mir einfach draußen so viel fantasievolle Spiele gespielt. So mit irgendwelchen komischen Geschichten und dass wir Mario und Luigi sind oder irgend so ein Scheiß. Nee, genau, wir haben gespielt, dass wir irgendwie zwei andere, wir waren so zwei andere, wir waren unsere, die waren wir öfter, das waren so zwei Figuren. OCs. Ja, war wirklich so. Die Namen waren Melo und Kenno. Melo. Du hast kein so cooler Name. Komm schon, Rayman. Mein Name war Kenno. Der ist auch nicht so gut. Ja, aber den gibt's wirklich, glaube ich. Oh, jetzt war ich nicht unbedingt. Aber Keno ausgesprochen. Nein, das, was du meinst, sind die Lottoläden. Nein, die heißen Toto. Und Harry? Im rechten Sinne haben die ein Lied namens Afrika komponiert. Das ist halt auch ziemlich lustig, wenn man bedenkt, wie viel mit meinen Augen eigentlich nicht in Ordnung ist, dass ich so ein visueller Mensch geworden bin. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist gerade der Grund. Du bist jetzt nicht gerade Architekt. Nein, aber ich meine, dass ich visuell mich hauptsächlich ausdrücke. Ich bin nicht Musiker oder so, sondern halt Zeichner. Was heißt hier, du bist kein Architekt? Ich bin noch ziemlich jung, ich könnte auch noch Architekt werden. Keine Ahnung. Ich dachte mir, wofür braucht man mehr räumliches Vorstellungsvermögen, als um Räume darzustellen? Das ist es ja gerade. Räumliches Vorstellungsvermögen habe ich wahrscheinlich dadurch sogar umso mehr trainiert. Na, das kann auch sein. Ich will es nicht besser sein gefallen, mach mir keinen Vorwurf jetzt. Architekten müssen ja dreidimensionale Räume auf zweidimensionalen Medien darstellen. Ja, ich also weiß, immer, mir ist auch nichts Besseres eingefallen. Oft genug. Oder für was hat räumliche Darstellung denn, was soll das sonst bedeuten, wenn ich Räume, wenn du Probleme hast, Räume zu sehen. Dieser Gedankengang geht nicht weit über den eines Kindergartenkindes hinaus. Sag mir, dass ich Unrecht hab. Räumliche Darstellung? Bist du Architekt? Oh, das ist der letzte Loom! Der Lümmel! Oh. Nein! Oh nein! Oh doch! Achterbahn der Gefühle, meine Damen und Herren! Hallo, ich bin Korken. Hallo. Aber der Korken, der sieht so geil aus. Diese Maske habe ich aus einer Weinflasche. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Regen. Meine Schaltkreise halten das nicht mehr. Mein Kreuz ist zu breit. Der Typ war gerade im Pumpen. Ich hab schon gesehen, er geht jetzt seit einer Woche ins Fitnessstudio. Ich bekomme meine Arme nicht mehr runter. Ich bin zu muskulös. Neuen Stemmrekord aufgestellt. Ah ja, wenn ich jetzt Escape drücke. Nein, man sieht's hier nicht. Aber wir sind wieder in der Feenlichtung jetzt. Moment. Das ist aber gesehen. Nicht das einzige Level, da. Was wir noch nicht 100% 6 von 7 haben, und 48 oder? Von 50. Hm? Willst du mir erzählen, dass du das alles von Anfang an geplant hast? Ja. Das heißt, du hast bisher alles geholt? Ja. Du Haufen Scheiße. Ganz besonders.
das wieder nicht, dass ich gesagt habe, hey Mogi, das einzige Level, wo du bisher verkackt hast, war das zweite und du so, ja. Der wird sich wundern. Und Mann, hab ich mich gewundert. Was war das gerade für ein Soundeffekt, den Raymond gemacht hat? Hörte sich kurz an wie eine Frau. Tschüss. Ja, manchmal, wenn er abrollt. Nope. Ah, da ja, war's. Doch, das. Ja. Und dann, wenn er das Fass hochhebt, das ist sehr männlich. Oh Mann, jetzt muss ich wieder das Fass schleppen. Wie damals in den Kohlebienen. Vorsicht, Baby, das ist zu schwer für dich. Das ist Männerarbeit. Aber es geht hier darum, ein Kind zu gebären. Was habe ich gerade gesagt? Aber der Hund ist in der Mine schon ohnmächtig geworden. Vielleicht solltest du da nicht rein, dass wir Gase abholen. Deswegen gehen wir nicht mehr zu diesem Tierarzt. Mein Minenhund ist gestorben. Jetzt muss ich allein in die Mine rein. Es gibt hier rote Granate, das sind neue Gegner, die kann man nicht zähmen. Oh, die sind ziemlich wütend. Mhm, die laufen einem nur entgegen. Wildgranaten. Das war ziemlich fürchterlich. Ich glaube, ich muss mal eben ein Paket annehmen. Mann, das nein, nein! Das ist in diesem Walkthrough noch nie passiert. Dann werde ich den Teil hier mal allein machen. Oh, und jetzt, hoffentlich bricht der Boden jetzt nicht wieder unter mir ein. Unangenehme Situation, ich muss auf Joni Ballaroni warten. Nö. Fuck. Man merkt richtig, wie schwer dieses Fass ist. Raymonds Körper ist näher am Boden. Ich wollte gerade sagen, ja. Jeder Schritt wird so sehr viel schneller gemacht. Und der muss laufen bei jedem Schritt. Der arme Raymond, das ist echt schwer ins Fass. Nicht so leichtfüßig unterwegs. Das ist übrigens ein Pulverfass, falls du dich wunderst. Ich wundere mich nicht. Ja. Das Pulverfass, will ich damit sagen. Los, kleiner Kleinling, lauf! Ich kann nicht so schnell. Mit dir rede ich kein Wort unterwegs. Genieß das unangenehme Schweigen. Ich genieße es aber nicht. Wenigstens das Tanzen kann man genießen. Das ist so genial. Und Globox hat auch seinen Regentanz gemacht. Das ist sind Ausdruckstänze hier. Ja, man merkt, dass das Spiel aus Frankreich kommt. Ja, ich mein, anscheinend. Wenn jemand an einen Ausdruckstanz denkt, dann denkt man doch automatisch an Frankreich. Ja, das ist direkt der nächste Gedanke, den man hat. Ja, die Zuflucht von Fels und Lava hat tatsächlich noch einen zweiten Teil. Das heißt, hier haben wir die Zuflucht von Fels und Lava und hier haben wir unter der Zuflucht von Fels und Lava. Rat mal, wovon es hier ziemlich viel gibt. Okay. Ranken. Ja. Und wir sind auch sicher jetzt an dem Punkt, wo du dir denkst, oh Mann, in Rayman 2, ich habe alles gesehen, was soll jetzt noch kommen? Ja. Ja, ich denke mir gerade so, das sind ziemlich viele Ranken. Oh shit, jetzt werden wir hier nachgefragt. Ich denke mir so ein bisschen, waren bisher sehr viele Ranken. Wieso gibt es hier so viele Ranken? Können wir bitte nicht mehr so genug viele Ranken haben? Dachtest du dir? Ich hätte gerne noch ein paar mehr Ranken. Exakt. Und dafür ist das ganz Herr Ober, würde gerne noch eine extra Portion Ranken bestellen. Oh, einen Rankensalat. Aber ohne Dornen, nur mit Stacheln. Alter Johnny, wir kommen gerade in Silberne Loom von Leer, fair! Leer, fair! Jubelay! Wir können jetzt fliegen. Alter, nein! Ja, ich kann fliegen, ich Johnny. Ich hab wieder vergessen. Oh nein! Ich hab dich genau gesehen. Mogi, wie kommst du denn jetzt wieder hoch? Ach ja, richtig. Hey, das war Käfig Nummer 69. Ziemlich humorvoll, wie ich finde. Ich verstehe wirklich nicht, was an der Nummer 69 so witzig sein soll. Ja, ist halt, wenn du sie andersrum liest, oder wenn du sie einmal um 180 Grad drehst, kommt das gleiche bei raus. Ja. Deswegen sagen immer alle Leute, ach guck mal, 69. Ich glaube auch, dass das der Grund ist. 88 ist auch so eine Zahl, wo Leute mal sagen, 88. Und ich glaube, das ist der gleiche Grund. Ja, weil die symmetrisch ist. Stimmt. Ja. Die Symmetrie macht's. Boah, die Geräusche. Es ist ziemlich eklig. Das matschige Geräusch aus Rayman, wenn irgendwas matschig sein soll in dem Spiel,
Du hörst, dass es matschig ist. Dann ist es auch wirklich matschig. Es ist extrem matschig. Weil ich da meinen Schuh nicht richtig zugeschnürt habe, bleibt er einfach sauber drin stecken. Ach so. Und aber der Fuß schlüpft dann raus, oder was? Ja, natürlich, nur der Schuh bleibt stecken. Okay, das ist mir tatsächlich mal passiert. Ja, als wir mal so einen Schulausflug gemacht haben, waren wir irgendwo in so einem Wald, da war eine sumpfige Stelle. Und dann ist der Schuh stecken geblieben und ich stand dann auf einmal auf der Socke. Aber ich dachte mir, oh nein! Oh nee. Ich hasse diesen Raum hier. Sieht aus wie das Herz der Welt. Hier geht die Party ab. Die Sache ist, wir müssen jetzt zwei Schalter erwischen und ich bin nicht so nicht gut darin, die Schalter zu erwischen. Erinnert mich ein bisschen an die Sequels aus Rayman 3, die du nicht kanntest. Schaut euch Rayman 3 an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, wir haben Rayman 3 gespielt. Oh wow, schön für euch, ich weiß, danke. Okay, willkommen zurück. Hey, das ist mein absoluter Hassroboter übrigens. Ich nenne den Chicken Walker. Ich hasse ihn. Sieht aus wie Star Wars. Sein Vorname ist Luke. Luke Chicken Walker. Luke Star Wars. Hey, das ist doch dieser Luke Star Wars. Schön, Lümmel an. Der ist ziemlich cool. Er macht viele Geräusche mit seinem Po. Ich wollte gerade sagen, er hat einen gewissen Gasausstoß. Die Ozonschicht wird's ihm danken. Hey du, fick dich. Das hier ist übrigens die Besserungsanstalt für gestörte Kinder. The fuck? Ich weiß nicht, ob du den da siehst, aber der ist ein ziemlich gestörtes Kind. Wo wir gerade bei gestörten Kindern sind. Tatsächlich sind die hier die gestörten Kinder. Oh Mann. Das ist echt krass. Das ist genau mein Humor. Wir müssen die Schalter aktivieren. Ach Gott, so. Und da vorne kommt jetzt eine sehr, sehr nervige Stelle, welche für mich nicht wirklich machbar war, bis ich nicht herausgefunden habe, dass man permanent wirklich die ganze Zeit den Turbo drückt, dass man die ganze Zeit speeden kann. Und zwar müssen wir den Haufen Scheiße hier ein bisschen vorbeilaufen lassen. Und wenn wir Glück haben, hat er die Steine umgerannt und unter den Steinen sind Looms. Oh, was? Ja. Wenn wir Glück haben, hat er die Steine umgerannt. Das ist ein System, was mir nicht gefällt. Au! Oh Gott, nicht schluck auf, bitte. Geil. Es kommt eine sehr interessante Stelle. Oh, ist die niedlich. Und Raven versucht sie zu trösten. Sie haben sie Käfige unter die Minen gesperrt. Schatz Globus versuchte sie zu stoppen, aber die Piraten haben ihn auch gefangen. Sie haben ihn zum Gefangenenschiff gebracht. Das war übersetzt einfach nur Mama. Und sie freut sich, ihr Baby wieder zu haben. Nur eins. Hier sind die anderen. Die sind nicht so wichtig. Der da oben. Beeil dich und hab keine Angst. Halt erstmal die Nase rein. Wenn Raven sich ein Bad einlässt, dann macht er das auch, prüft er immer, ob es warm ist. Dann oh, ich sollte heute baden gehen. Ich glaube, heute ist ein Tag. Das sage ich mir für die. Oh, es wird der heiße Scheiß. Wird es wirklich das Wasser sehr warm? Wirklich heiß, ja. In Rayman 1 gibt es eine Stelle, wo meine Geschwister und ihre Freunde nie weiterkamen. Die wussten nicht, wie das geht. Und dann, sie wollten mir den Controller nicht geben, ich war 3 oder 4. Vielleicht ein bisschen älter. 5, sagen wir 5. Wo ich schon reden konnte und auch mal spielen wollte. Und dann sind sie einfach nicht weitergekommen und dann haben sie gesagt, ja okay, Johnny, nerv nicht hier, jetzt nimm. Und dann habe ich es geschafft. Mit 3 oder 4 Jahren? Die Lösung war, nichts zu drücken. So? Ich habe zu spät gedrückt. Oh nein. Und ich habe so getan, als wüsste ich, wie es geht. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war. Alle so, wie hast du das gemacht? Und ich habe dann so, nee, sage ich euch nicht und so. Da. Nein! Das heißt, du warst der, Oh Gott, ich muss das nochmal machen, Johnny! Ich hab's gesehen. Diese Stelle hier
ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Erinnert mich sehr an das Ende von Rayman 3, auch wo man auch so eine Flugszene hat. Und es gefällt mir auch, wie das Licht hier reinsteigt. Das erinnert mich auch an, an das Level von Reflux, habe ich gehört. Du hast den Namen sogar falsch gesagt, der heißt Rasau. Shit. Okay, Johnny, bist du bereit? Wir versuchen es nochmal. Oh Gott. Woo! Ah! Shit. Nein, wir müssen noch eine Runde drehen. Nein. Nimm das Momentum mit. Oh nein. Oh. Spring. Schon. Yes! Das Krähennest. Admiral Klingenbart. Wir kommen, um dich an deinem süßen Hinterteil zu packen. Das Schiff ist so riesig. Pass auf. Es ist einfach nur dieses Krähennest da oben. Schau, wie klein es ist im Vergleich zum Schiff. Ja. Und da musst du schauen, wie groß es im Vergleich zu uns ist. Ja, natürlich. Das ist so unvorstellbar groß. Das finde ich ziemlich geil. Das ist sowas, das kannst du halt auch am allereinfachsten in Filmen oder Spielen machen. Ja. Die Größenverhältnisse einfach so unglaublich übertreiben. Ich finde das ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Und da ist der Staubsauger, den er sich gekauft hat. Oh, ja, bist du! Das ist mein Freund. Und wir sind einfach mit so einem... mit dem Aufzug hochgekommen. Wow, Klobox, what the fuck? Zicke, goldene Handschuhe, Rayman. Ich will es schaffen, geh jetzt. Wahrscheinlich. Oh Gott, geh doch weg, du Kugel! Gott. Ich fühle mich wie im X-Wing unterwegs zum Todesstern mit Kern. Ja, es hat ein bisschen was von Star Wars soweit. Es lässt sich die Lava steigen. Ich von Star Wars. Ich weiß nur, dass es hier ein bisschen so aussieht. Wie eine Mischung aus der dritten Episode und da, wo der Todesstern, wo Darth Vader und Luke im Todesstern kämpfen. Der sechste. Weiß ich, ist das nicht der vierte? Nein, es ist der sechste. Nein, im sechsten. Ja. Da sagte dann Lukas. Ich kenne deinen Vater. Der hat so, Mensch, kannst du ihn von mir für mich grüßen? Oh nein! Ich kenne deinen Vater. Lukas, ich war mit deinem Vater mal im Schachclub. Nein! Weißt du, was er im Film tatsächlich sagt? Nein, ich bin dein Vater. Ah, das ist der alte Klassiker. Die gute, Mandela-Effekt. Ja. Die gute Mandela-Effekt. Das ist eine sehr gute Mandela-Effekt. Was, wenn ich dir sage, dass tatsächlich der Obama-Effekt ist? Was? Ach so, oh Gott. Hey, was redest du? Das heißt Obama-Effekt. Oh, alle sagen das immer falsch. Oh shit, wir haben ihn besiegt. Alter, ja Mann, wir mussten nur über Bullshit reden. Oh, ich mag die Credits hier gerade, die sind ziemlich cool. Aber gut, Johnny, wie es aussieht, haben wir Rayman 2 durchgespielt. Ein wundervolles Spiel. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. N64 Programming Team, aber das ist der PC-Port. Spezielle, das fucking N64 Graphics Team. Hört auf, euch so bei Ubisoft einzuschleimen. Fucking N64 Games! Die sind da schon wieder. Ihr treibt es zu weit. Ich spiele nicht die N64-Version, weil sie scheiße ist. Liebe Leute, ich will sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und Johnny, vielen Dank fürs Dabeisein. War eine wundervolle Reise. Bis zum nächsten Mal und...